Kann House of the Dragon mit dem Mega-Erfolg Game of Thrones mithalten? Vor wenigen Wochen flimmert die erste Folge des Prequels über die weltweiten Bildschirme. Bereits der Trailer verspricht: Die Vorgeschichte zu der Familie Targaryen bietet jede Menge Action und besonders viele Drachen. Doch wie gut ist House of the Dragon wirklich? Bereits in Folge 1 stehen Drachen, viel Blut und auch jede Menge nackte Haut auf dem Programm. Doch die anfängliche Skepsis vieler Fans verfliegt schnell. Vor allem da Stars wie Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen oder Millie Alcock als jüngere Prinzessin Rhaenyra Targaryen mit ihrer schauspielerischen Darbietung überzeugen. Millie spielt so unglaublich gut. In der Pilotfolge hat sie mich echt umgehauen. Einfach großartig. Der Einstieg ist den Machern damit also definitiv gelungen und lockte weltweit 9,9 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Die Fans schwärmen im Netz von dem Game of Thrones Prequel. Die erste Folge ist perfekt. Ein kurzes Intro, aber wichtig, um zu verstehen, warum die Wahl von Rhaenyra als Erbin einen dunklen Schatten wirft, der sich durch die kommenden Episoden ziehen wird. Die Liebhaber des Prequels dürfen sich aber nicht nur auf die kommenden Folgen freuen. HBO bestätigt nämlich bereits eine zweite Staffel. Doch ob House of the Dragon genauso einschlägt wie Game of Thrones, zeigt sich vermutlich erst nach dem großen Staffelfinale.